Die netten Fitnesskleinigkeiten in Russland. Fitness wird seit Jahren in Russland großgeschrieben. Die Clubs, meistens ganze Ketten, sprießen wie Pilze aus dem Boden und bieten an Komfort und Serviceumfang alles, was das Herz begehrt und der Körper braucht. Aber nicht jeder Club hält den Wettbewerb durch und muss Bankrott anmelden. Diejenigen, die Besucher von Fitnessclubs sind, kennen sich in der Bezahlung aus. Ein einmaliger Besuch ist teuer und bringt überhaupt nichts. Ein Wochenticket ist nicht schlecht, ein wenig billiger, bringt aber auch nichts. Ähnlich sieht es mit einem Monatsticket aus. Wer Wert auf Gesundheit und einen fitten Körper legt, muss eigentlich täglich, zumindest aber mehrmals in der Woche und dies sein ganzes Leben, den Fitnessclub besuchen. Jeder findet seine Abteilung, in der er sich wohlfühlt. Einer trainiert gerne an den Geräten, andere besuchen das Schwimmbecken, andere meinen, durch Schwitzen in der Sauna überflüssiges Gewicht loszuwerden. Ich persönlich habe mich für ein Halbjahresabonnement entschlossen und bezahle dafür in Kaliningrad 17.400 Rubel. Rein theoretisch kann ich mit diesem Abo 24 Stunden den Club und alle Einrichtungen besuchen. Real besuche ich aber den Club täglich von 6 bis 8 Uhr, schwimme und schwitze in der Sauna. Viele kaufen sich längerfristige Abonnements und vertrauen auf die Solidität des Clubs. Aber was passiert, wenn der Club bankrott geht? Dann ist auch das Geld für ein Halbjahresabonnement futsch. Das ist das Risiko, welches man eingeht, wenn man preiswert den Club besuchen will. Einerseits spart man mindestens 50% der Kosten im Vergleich zu einem Einmalticket. Andererseits ist das Risiko da, dieses Geld zu verlieren. Nun haben sich in Russland die Betreiber der wichtigsten Fitnessclubs zusammengesetzt, um für dieses Problem eine Lösung zu finden. Es scheint, dass man eine ganz einfache Lösung gefunden hat, die die Kunden in Begeisterung versetzen wird. 640 Fitnessclubs in 50 Regionen haben eine vertragliche Vereinbarung unterzeichnet, wonach im Falle eines Bankrotts die betroffenen Kunden des Clubs von anderen Clubs übernommen und die Abonnements fortgesetzt werden. Die Kunden verlieren also nichts, müssen sich nur an den neuen Club und vielleicht längere Anfahrtzeiten und einem anderen Serviceangebot gewöhnen. Die Clubs, die diese Kooperation beschlossen haben, vertreten die Ansicht, dass es notwendig ist, das Image der Branche zu pflegen. Ein Bankrott, der Einfluss auf die Kunden hat, hat wesentlichen Einfluss auf den Ruf der ganzen Branche. Das will man nicht zulassen und hat sich zu dieser einfachen und sehr effektiven Lösung entschlossen. Ein Teil der Unterzeichner dieser Vereinbarung verfügen über bis zu 30 Clubs. Kleinere Betreiber verfügen über bis zu 7 Clubs. Die Leiterin der Assoziation der russischen Fitnessclubs hat berechnet, dass, wenn nur 25% aller Fitnessclubs in Russland aus wirtschaftlichen Gründen schließen müssen, den Kunden ein Schaden von rund 10 Milliarden Rubel entsteht. Genau diese Anzahl von Fitnessclubs, das heißt 25%, mussten während der Pandemie schließen und sind vom Markt verschwunden. Im Ergebnis dessen habe man auch im ersten Quartal des laufenden Jahres bemerkt, dass Kunden nur noch Kurzzeitabonnements kaufen. Dies soll sich nun mit der neuen Solidarvereinbarung wieder ändern.